In diesem Video von Lebenswert in Chemnitz soll es um Nahverkehrszuschüsse gehen. Grund ist der Antrag im Stadtrat, Hartz-IV-Empfängern in Chemnitz Zuschüsse für die CVAG zu gewähren, was wir aus Sicht von Lebenswert in Chemnitz nicht zielführend halten und nicht für sinnvoll halten. Wir halten prinzipiell sind Zuschüsse eventuell sinnvoll, aber wenn dann für Personen, die in Chemnitz gemeldet sind und in Chemnitz mindestens 30 Stunden die Woche arbeiten. Und dort vor allen Dingen für die Personen, die heutzutage bezeichnet prekär beschäftigt sind, die also trotz mindestens 30 Stunden Arbeitszeit pro Woche weniger als 1.150 Euro netto im Monat erhalten und bei 40 Stunden die Woche weniger als 1.500 Euro netto erhalten. Und dort auch die Personen nicht selber, sondern dass dort zum Beispiel freie CVAG-Monatsticket für das erste und zweite Kind dieser Personen ausgeteilt werden, also dass der Zuschuss ist. Zum einen sollte das Ziel für ein lebenswertes Chemnitz sein, möglichst Familien in Chemnitz zu haben, die in Chemnitz gemeldet sind und wo die Eltern arbeiten und hier auch Steuern bezahlen. Und zum Weiteren ist natürlich für den neuen natürlichen Fortbestand der Stadt auch Kinder notwendig und dafür auch Kinder mit möglichst guter Ausbildung und guter Entwicklung. Die vorhergehenden Videos haben gezeigt, dass es gerade für diese Eltern kaum möglich ist, sich zwischen Auto und CVAG zu entscheiden, sondern sie brauchen beides. Ein Hartz-IV-Empfänger kann sich entscheiden in Chemnitz. Möchte ein Auto haben oder mit der CVAG fahren. Er muss nicht unbedingt beides haben. Für berufstätige Eltern steht diese Alternative nicht. Außerdem ist es auch nicht so, dass jetzt diese Kinder permanent immer komplett ein Monatsticket benötigen, also diese Kosten tatsächlich wieder reinkommen. Das zeigt auch das Beispiel mit dem abgeklemmten Sportforum. Wenn die Kinder mit dem Chemnitzer Nahverkehr zum Beispiel 3,5 Stunden brauchen, um eine Stunde Sport treiben zu können, dann macht es natürlich Sinn, dass sie bei gutem Wetter mit dem Fahrrad fahren und dann 2 Stunden brauchen für eine Stunde Sport, also ein CVAG nicht zu verwenden. Also würde auch dieses Monatsticket zum Beispiel in Monaten mit gutem Wetter gar nicht sinnvoll sein, auch nicht genutzt werden. Das nächste ist, um Beruf und solchen Themen wie dem Sport der Kinder oder der Teilhabe von diesen Kindern am Leben in der Stadt zu gewährleisten, kommen die Eltern vor allen Dingen in diesen Berufen ohne Auto in Chemnitz aus. Das heißt, sie haben immer die Bedingungen, sie müssen Auto und CVAG finanzieren. Das heißt, sie verdienen schon, obwohl sie arbeiten, sich einsetzen. Vor allen Dingen sind das in Chemnitz auch die Gesundheitseinrichtungen der Stadt oder Gesundheitseinrichtungen in der Stadt, die ganz viele dieser prekär Beschäftigten tatsächlich in ihren Reihen haben und die arbeiten in hochqualifizierten Berufen, in Facharbeiterberufen, als medizinische Fachangestellte, Krankenpflegerinnen oder Krankenschwestern. Und das sind die Personen, die teilweise um die 1.000 Euro netto im Monat haben und dafür ihre Kinder ernähren müssen. Das heißt, diese Zielgruppe dieser prekär Beschäftigten, das muss nicht nur das Gesundheitswesen sein, das sind die, denen wir unter die Arme greifen müssen, das ist sozial. Die kommen mit ihrem Geld kaum hin und setzen sich trotzdem intensiv für andere Menschen ein. Dort sollte die Stadt unter die Arme greifen und nicht immer sagen, wir unterstützen nur die Hartz-IV-Empfänger, um dieses Potenzial noch weiter deutlich zu machen, dass es sich überhaupt nicht lohnt, arbeiten zu gehen, sondern dass es insgesamt besser ist, im Hartz IV zu bleiben oder von Stütze zu leben, als zum Beispiel alte Leute zu pflegen oder als Arzthelferin tätig zu sein. Das ist das verkehrte Signal. Und deswegen sollten genau das erste und das zweite Kind dieser prekär Beschäftigten kostenfreies Nahverkehrsticket erhalten. Zumindest viel eher, als es einen Zuschuss für die CVAG für Hartz-IV-Empfänger gibt.